Wir möchten heute einen Ausbildungsbetrieb vorstellen, das Hotel Albrechtshof, das unsere beiden MOBI-Pro-Teilnehmer Guillermo und Alessandro sehr herzlich willkommen geheißen hat und tolle Rahmenbedingungen für eine Ausbildung bei MOBI-Pro bietet. Gefällt Ihnen die Ausbildung hier am Albrechtshof? Ja. Ich sage, die Leute im Restaurant, in der Küche, in Housekeeping sind super nette. Und immer, ich spreche nicht sehr gut Deutsch und sie helfen mir jeden Tag. Und sie erklären mir die Worte, dass ich weiß nicht, was bedeutet. Und sehr gut. Es gibt bestimmt sehr viele internationale Gäste. Gab es auch schon mal spanische? Ja. Die freuen sich doch sicher, wenn sie dann einen jungen Spanier sehen, oder? Ja, ist sehr gut. Und immer, ah, du bist Spanier, ja. Und sehr gut. Ich habe in Spanien in einem Restaurant gearbeitet und meine Eltern haben ein Restaurant. Gibt es schon Pläne für die Zukunft? Ich möchte Deutsch lernen und meine Deutsche verbessern. Und ich möchte hier bleiben und arbeite hier. Was sagen denn die Eltern dazu, wenn sie nicht in das spanische Restaurant zurückkehren? Ich weiß nicht, ich habe noch nie gesprochen mit meinen Eltern. Alessandro, sind Sie immer noch froh, zur Ausbildung in Berlin zu sein? Ja, ich bin sehr froh, hier zu leben, hier zu arbeiten. Deutschland ist eine sehr gute Stadt, Berlin auch. Man kann alles, was sie wollen, machen. Ja, viel Spaß habe ich hier. Was macht denn am meisten Spaß? Mein Spaß ist hier in diesem Hotel. Wir haben viele Catering gemacht. Wir gehen zum Beispiel auch zum Bundesministerium und ja, hier im Hotel, ich mache als ein Wait-Kellner, als ein Kellner. Und wie läuft es mit den Kollegen? Sind Sie hier gut aufgenommen worden? Ja, die Kollegen sind alle sehr nett. Ja, ich dachte nicht, wieso. Aber ja, alle sehr freundlich, ja, alle zufrieden auch. Das Nachwuchsproblem, was die Auszubildenden angeht. Also wir haben Probleme, unseren Beruf an die Jugendlichen ranzubringen, dass die das noch lernen wollen. An einheimische Jugendliche. An einheimische Jugendliche. Wir haben teilweise übers Jahr immer einige nicht besetzte Ausbildungsplätze und haben jetzt festgestellt, also ich für meinen Bereich, für den Restaurantbereich, dass wir durch die Azubis mit nicht deutschem Hintergrund, dass die viel mehr Motivation mitbringen und viel mehr Engagement und fleißiger sind, höflicher sind, wo wir doch manchmal staunen, warum das bei unseren Berliner Kindern, Jugendlichen nicht so ist. Sie haben die beiden MOBI-Pro-Azubis, Alessandro und Guillermo hier. Wie läuft das?
Also wir sind ja mittlerweile schon über ein halbes Jahr mit denen zusammen und am Anfang waren natürlich die Ängste da. Die Ängste gingen dahin, dass wir gesagt haben, wie gehen die Gäste damit um, was passiert, wenn sie sich nicht verständigen können oder die Kollegen, wenn sie ausgegrenzt. Das war so meine große Sorge, dass sie, wenn sie sich mit den Kollegen nicht verständigen können, dass sie sich dann zurückgesetzt fühlen. Aber das, also ich bin vollkommen positiv überrascht gewesen, wie schnell sie sich hier integriert haben. Sie verstehen uns komplett und wir verstehen sie. Also das macht gar keinen Unterschied mehr zu den anderen Azubis, die wir haben. Und von daher werden sie ganz normal in den praktischen Unterricht mit einbezogen. Manchmal, wenn noch eine Nachfrage hinterher kommt oder so, nehmen wir uns natürlich die Zeit. Wo es sicherlich die eine oder andere Schwierigkeit gibt, ist in der Schule. Wenn sie doch mit dem theoretischen Stoff nicht ganz mitkommen aufgrund der Sprachbarriere, da unterstützen wir, inwieweit wir können. Aber eben da tut der MobiPro auch sehr viel. Ist, desto besser für alle Seiten. Der Azubi muss auch, oder die Azubin, die Azubin soll auch eine offene, also einen offenen Einsatz in sich haben. Aber ich glaube, für beide Teile ist sehr, sehr wichtig, dass ein Verständnis für den Unterschied da gibt. Das ist nicht wie zu Hause läuft oder dass ja der vielleicht spanische Azubi etwas langsamer beim Verstehen ist, aber das ist vielleicht ein paar Monate und dann nachher ist ein wie vorher gesagt eine große Bereicherung. Es wir nennen das auch als einen marktwirtschaftlichen Vorteil, weil zum Beispiel in Hotelgewerbe ein Restaurantfachmann, der Italiener oder Spanier ist, die auch vielleicht noch Englisch spricht. Das sind drei Sprachen in einer Person und ja, die Kundschaft ist auch bunt. Daher ist es gut für beide Teile. Ich glaube, das ist sehr important, in Kontakt mit anderen Azubi in den Unternehmen oder in der Berufsschule sein, zu gehen nach sozialen Aktivitäten, zu Sporten, zu alle, dass die deutsche Zivilgesellschaft ihnen geben. Und wenn sie machen diese und sie nicht in eine Kultural oder National Ghetto ist besser für einen, für die Unternehmen und für alle. No? Welche Rückmeldungen gibt es denn von den Betrieben zum MobiPro EU-Projekt und zu seinen Teilnehmern? Bisher sind die Rückmeldungen sehr positiv. Was die Betriebe schätzen, ist neben der schulischen und praktischen Qualifikation der Teilnehmenden die hohe Motivation. Hinzu kommt, dass die Teilnehmenden im Schnitt Mitte 20 eine gewisse persönliche Reife mitbringen. Und dieser bisher sehr positive Verlauf, der spiegelt sich ganz gut in der Vertragslösungsquote wider. Die liegt bei uns aktuell bei 12%. Zum Vergleich, das sind sonst im Bereich Hotel- und Gastgewerbe 40-50%. Und ein Grund dafür, dass sie so gering ist, ist, denke ich, dass wir sehr eng mit den Betrieben und den Teilnehmenden zusammenarbeiten und uns austauschen und dann bei auftretenden Schwierigkeiten schnell eingreifen und gemeinsam nach Lösungsansätzen suchen können. Und welche generellen Voraussetzungen gibt es dafür, dass das MobiPro EU-Projekt so erfolgreich läuft?
Ein ganz wesentlicher Aspekt ist das Matching zwischen Ausbildungsbetrieben und Teilnehmenden. Und das bedeutet, dass wir im ersten Schritt sorgfältig vorgehen müssen bei der Auswahl der Ausbildungsbetriebe, ob diese bereit sind, den Mehraufwand zu tragen, den das Projekt automatisch mit sich bringt, und andererseits auch, ob die Qualifikationen und Kompetenzen, die unsere Teilnehmenden aus Italien und Spanien mitbringen, ob die anerkannt werden. Dann müssen wir genauso gut vorgehen bei der Auswahl der Teilnehmenden im Herkunftsland und müssen überprüfen, ob Motivation für das Projekt und eben auch für den Ausbildungsberuf vorhanden sind. Und gleichzeitig müssen wir alle Teilnehmenden genau aufklären, wie das deutsche Ausbildungssystem funktioniert, was sie mitbringen müssen, Eigenschaften wie Flexibilität und eben auch Karrierewege im Anschluss an die Berufsausbildung aufzeigen.